Hallo meine Lieben, guten Morgen, ich bin Rena und wir schauen, ob wird diese Woche romantisch sein oder nicht. Mal schauen, aber natürlich, schaut mal meine Lieben, aber natürlich 100%. Schaut mal, alle drei Karten zeigen uns romantische Szenen. Manche werden wirklich einen schönen Ausflug machen. Die anderen werden sich vielleicht erst unterwegs oder kennenlernen oder jemand aus der weiter Ferne. Vielleicht habt ihr schon sogar geplant. Und die andere Szene läuft, wie gesagt, fast bei dir vor der Tür, meine Lieben. Das gefällt mir. Und bei vielen wird ein neuer Anfang sein, meine Lieben. Schaut mal, der Page der Münzen, er sagt, was sagt uns der Page? Der Page, normalerweise, er sagt, dass wir sind bereit, an etwas zu arbeiten. Wir sind bereit, uns zu investieren, das heißt Zeit, Mittel, egal was, aber diese Partner, mit dem du vielleicht, wie sagt man, lierst oder heute erst kennenlernst oder erst an diesem Wochenende oder vor kurzem hast du ihn kennengelernt. Oder so wie hier, dein Nachbar, der kommt schon, Ausflug, total romantisch wie in Venedig. Diese Person, meine Lieben, er hat Lust, Zeit und Energie, lange Strecke mit dir zu machen, so wie es geht, so wie aussieht. Ja, dann fragen wir nur nach dem Rat. Was sagen die Karten? Wie sollst du dich verhalten? Eine Karte ziehe ich zu jeder Situation, mein Lieben. Für die erste, wie sollst du dich verhalten? Etwas geheimnisvoller sein, romantisch, gefühlmäßig, viel Gefühle zeigen. Schau, dass du wirklich nicht alles, wenn du zum Beispiel erst heute oder vor kurzem kennengelernt, nicht alles preis von dir geben. Schau, sie trägt Maske, er aber auch. Darum erzähl nicht alles. Du sollst auf dich Interesse wecken und nicht wie offene Buch sein. Die zweite, wie sollst du dich verhalten mit dem? schaut mal, meine Lieben. So wie aussieht, die Szene läuft, dass ihr euch zu selten seht. Ja? Bitte schmier ihm das nicht auf den Brot. Versteht ihr? Weil hier ist Szene zum Beispiel Dreieckbeziehung. Auf gar keinen Fall erzählen, dass du zum Beispiel mit dem Nachbar schreibst oder mit dem Kollegen oder jemand Augenhübsche macht dir oder noch etwas. Auf gar keinen Fall Eifersuchtsszenen erwecken, sonst kannst du diese Person verlieren. Und hier, wie sollst du hier dich verhalten? Ja, konzentrieren, hier musst du dich auf etwas konzentrieren. Gleich schauen wir auf was. Aha. Erstens, gefühlmäßig musst du zeigen, wenn du, das ist deine Situation, ja. Erstens, flirten. Du sollst mit diesem, mit dieser Person, das könnte dein Nachbar sein, das könnte dein Arbeitskollege sein, der um dich so Runde dreht, der für dich etwas tut, vielleicht auf deinem Arbeitsplatz sagt, oh, ich bin in die Kaffee. Möchtest du das? Möchtest du das? So ein, wie gesagt, so ein ganz netter Bursche oder Mann. So, du sollst ihm Situation geben, dass du ihn brauchst und flirten. Das ist Rat für dich, meine Lieben. Und für diejenigen, da wo hier nichts für euch ist, für euch, meine Lieben, Türe bleiben offen, komplett offen. Das heißt, heute ist Universum für dich bereitet,
irgendwie welche Überraschung, irgendwie welche schöne Begegnungen kennenlernen und so weiter. Eigentlich, das ist sehr gute Karte. Darum, wenn du hier in diese drei Karten sich nicht gefunden hast, für dich bedeutet das, alles ist für dich offen. Wie du dich entscheidest, hängt von dir ab. Du darfst heute sehr viel sich erlauben. Tu etwas, vor allem für dich. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende und vor allem, ich zeige euch nochmal diese drei Varianten oder Möglichkeiten, wie du deine Wochenende schön verbringen kannst. Meine Lieben, ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa.